Es ist mein letzter Abend hier in Cannes und es ist der Abend. Es ist mein letzter Abend hier in Cannes und das bedeutet German Beach. Der Ort, an dem sich die komplette deutsche Branche trifft, um gemeinsam nochmal die Woche hier in Cannes zu feiern. Aber vorher geht es mit mir und euch jetzt zurück in das House of Communication von Serviceplan in Cannes. Denn dort waren Franziska und ich heute Speaker bei der Spark Academy. Can you tell me what the Spark Academy is? Spark Academy is Serviceplan's international young talent program, which is a yearly program which starts in Munich and finally culminates in Cannes for the big main event, alongside the Cannes Lions Festival. Hey, you asked me to talk to you about cultural marketing. Why do you think cultural marketing is so important even for that generation? The young talents are always the ones that are somehow closer to culture, yeah, and also closer to the culture that is interesting. And so it's amazing that we can already sort of plant the seeds in their minds now, and hopefully, yeah, we'll see a lot of amazing work coming out of this. Bacteria serious, I kill it, that's on period, and I'm doing it prettier, really though. Cultural marketing is the one buzzword, AI is the other, and I know you're deep into it. Mm-hmm. Are you scared or are you happy about the future with AI? I'm actually very excited. I think the only thing I'm scared of is that we're a little behind, you know, like these things are happening every day. Like, it's going so fast that my only fear is that we should be keeping up, but it's a hell of a ride. I really believe that the further we get into AI, the more important culture will be. Because culture is not AI generated, right? Culture is the band that I've been seeing for years, or I have a tattoo, or it's something that belongs to me and it's already human made. I think brands will be connecting with the audiences much stronger with culture, probably on the brand building side and on the emotional side. German Beach, das ist, und das habe ich schnell gelernt, der Ort, wo man sein muss, wenn man kann, vernünftig abschließen möchte. Was bedeutet das für dich? Ich meine, ich bin seit 11 Jahren bei Weischer und Weischer macht aber den German Beach schon viel länger. Ich glaube, wir sind im 40. Jahr mit Cannes und wir sind seit gefühlten Ewigkeiten in Cannes und der Repräsentant fürs Festival. Und dazu gehört natürlich am Ende des Tages, am Donnerstag, auch einmal alle an den Strand zu holen. Und das zu feiern, was es zu feiern gibt. Und es gibt ja jedes Jahr was zu feiern. Das ist mein erstes Mal Cannes, offiziell. Ja. Ich erlebe das jetzt so ein bisschen. Es war eine sehr spannende Woche. Was war für dich die Erkenntnis aus dieser Woche Cannes? Erstmal bin ich uncool, weil ich finde Cannes gut. Ich mecker nicht über Cannes rum. Also ich finde so Leute, die hierher kommen, jetzt hier stehen, 800 Euro für irgendwie den Flug bezahlt haben und 10.000 fürs Hotel und dann sagen, ja, so eine Scheiße hier und dann noch eingeschickt haben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und mecker, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde es toll, treffe viele Leute, alte Freunde, aber natürlich auch so ein bisschen Kunden und so als junge, neue Agentur versucht man natürlich auch ein paar Leute zu treffen. So, deswegen finde ich das dafür super. Ich finde, es könnte so ein bisschen mehr Kreuzberg und weniger Silicon Valley sein. Also mir fehlen so die dreckigen Orte, wo ich merke, es ist noch so ein Kreativfestival. Also so ein bisschen, es ist sehr glatt geworden, habe ich das Gefühl. Es könnte so ein bisschen so, war irgendwo eine Schmuddelecke geben, wo du denkst, so, ah, hier sind noch ein paar Kreative. So, das habe ich so gedacht, dass ich da heute so über die Croisette gelaufen bin. Ist ja mein erstes Mal in Cannes. Ach ja? Mhm. Für mich auch? Ja? Für mich auch. Ach, ich oute mich. Es ist wirklich so. Also Rookie, wir sind Rookies hier. Ja. Nee, ich muss sagen, ich bin ja auch erst seit gestern da. Das heißt, ich habe die Hälfte der Party schon irgendwie verpasst. Aber ich muss sagen, ich finde es mega inspirierend. Ich finde es irgendwie total geil, irgendwie so viele tolle Leute zu treffen. Ja. Ich bin einfach mega geflasht. Big time inspiration. It's a lot of innovations that we are having. Talking with partners, and lots of opportunities. I'm super excited to, you know, understand better on better innovative content and to speak and reach to the audience that we have. Wie seid ihr hergekommen? Also die Story hat vor wenigen Wochen begonnen, als wir unbedingt nach Cannes wollten und vom GWA mitbekommen haben, dass sie jedes Jahr 2 junge Talente nach Cannes schicken. Ja. So, wir haben uns da beworben, wir hatten richtig Bock drauf, aber was ist passiert? Wir sind leider nicht reingekommen und das ist echt total schade, weil wir haben uns super viel Mühe gegeben, haben Video geschnitten, also wir saßen beide nachts da, haben irgendwie Konzepte geschrieben und dann haben wir es nicht geschafft, aber... Dann haben wir mal
intern verkündet, ja Leute, ist jetzt leider nichts geworden, weil natürlich haben alle mitgefiebert und wollten uns da auch haben. Und dann meinte ein Vorgesetzter von mir, Henrik, dass wir nicht aufgeben sollen, dass die Idee so geil ist und dass das für Scholz eine mega Chance wäre. Und dann haben wir das Ganze intern gepitcht. Nochmal hingesetzt, neue Strategie entwickelt. Was könnte Scholz das bringen? Wie steht die deutsche Werbebranche in Cannes da? Parallelen aufgezogen, dass halt hier in Cannes und wir hier alle dastehen, die deutsche Werbebranche eins zu eins das ist, was in Deutschland passiert, dass der Nachwuchs keine Bühne bekommt. In Cannes immer nur so die älteren Personen da sind und reden dürfen und wir wollten das ändern. Und dann haben wir das nochmal als allererste Station an Marielle Wilsdorf gepitcht und die hat dann gesagt, Mensch Leute, geile Geschichte, macht das bitte, richtig, richtig cool, ich versuche es mal weiterzubringen. So, dann haben wir uns ein drittes Mal hingesetzt, wieder überlegt, okay, jetzt geht's ans Partnerboard, jetzt wird's krass. Da wurde uns auch teilweise ein bisschen schlechter vor der Präsentation. Ich saß da immer, war so, Magdalena, mir geht's nicht mehr so gut, irgendwie machen wir das jetzt. Und wir so durchdrücken, ja. So knapp davor. Und dann haben wir tatsächlich dann das alles nochmal vorgestellt. Letztendlich hatten wir dann einen 15-Minuten-Call, wo es nur noch hieß, Leute, wart ihr schon mal da? Wir haben gesagt, nein. Dann hieß es, let's go, packt eure Koffer, Abfahrt in 3 Wochen. Wahnsinn. Und hier stehen wir. Tolle Geschichte, wirklich. Ich merke auch, wie sehr viel aus euch bedeutet. Ja, absolut. Was habt ihr denn aus dieser Woche aber rausgeholt? Unsere Mission so war einfach, unserer Community, Scholz & Friends, aber natürlich auch allen anderen in Deutschland, so ein bisschen auf sehr humorvolle Art und Weise zu zeigen, was hier geht. Auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern und wir sind super dankbar, dass wir auch uns selbst hier zeigen dürfen, also wie wir drauf sind und hier keiner sagt, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen. Wir müssen auch kaum was zur Freigabe geben, also das ist halt auch mega. Und gibt es so einen Gedanken, weil ihr ja auch in dieser Branche seid und die ist ja viel im Umbruch und es gibt Diskussionen und Ängste und allem. Habt ihr beide einen positiven Gedanken, den ihr dieser Branche mit auf den Weg geben wollt in den nächsten Jahren? Ich glaube, das Wichtige ist, jeder muss so ein bisschen bei seiner Handschrift bleiben. Das ist so mein Thema und wir als Anthony bleiben das relativ stark. Und natürlich musst du Impulse aufnehmen, aber ich finde so dieses Überstrapazieren von das muss man machen und wenn du das nicht machst, bist du irgendwie so ein Outsider, relativ lame, um ehrlich zu sein. Jeder muss so ein bisschen wieder mehr, meiner Meinung nach, bei dem bleiben, was er kann und für was er steht und so wieder ein bisschen mehr diese personalisierte Handschrift in der Werbung an den Start bringen. Wir wissen alle um die Trends, die es gerade irgendwie gibt, aber denen so hinterherrennen, weil wenn ich irgendwie das nicht mache, bin ich automatisch schon ein Outsider. So mein Eindruck. Was ist the talk of town für dich? Definitiv KI, generative künstliche Intelligenz. Es revolutioniert auch das Thema Suche. Die Menschen gehen ihren Informationsbedarf in neuen Wegen an. Wir merken, dass ungefähr 50% aller Suchanfragen nicht nur darum gehen, etwas Bestehendes auch zu recherchieren, sondern sie generieren neuen Content. Sie generieren neue Texte, sie generieren neue Bilder, weil die neue konversationelle Suche multimodal verläuft. Das heißt, sowohl was den Input angeht, als den Output, das revolutioniert das ganze Thema von Suche und das ist, was ich sehr spannend finde. Ich glaube, das ist ein sehr mächtiges Tool, vielleicht mächtiger als die Entdeckung des Personal Computers gewesen ist vor 30, 40 Jahren. Und was ich damit verbinde, ist die Hoffnung, dass wir damit viele operativen Prozessthemen von der Technologie abfangen lassen und damit uns viel mehr Zeit und Energie schaffen, um kreativ zu sein. We will do more work, but we will also do better work. The technology is there and there's enough people around there who still want to play with things. So it's not over and it's not all AI, it's AI and next level fun. It will on the one hand create a tsunami of a mess because everything will be cheap and fast in there. On the other hand, it will challenge you to be better than what a model has learned and try to find the edge. And you're faster to figure out what hasn't been there yet. You're faster in figuring out what works. You're faster in figuring out what makes you happy. Marken müssen Botschaften liefern und müssen immer wieder Relevanz. Also man muss Akzente setzen und als Marke auch sich bei den Konsumenten, gerade wenn man eine Love Brand sein will, entsprechend etablieren und positionieren. Und es wird immer wichtiger. Also vor allem die Konsumenten durchschauen die großen Markenartikel. Man muss auf dem Punkt sein und wirklich transparent. Transparenz und ja, auch zuhören, glaube ich, ist ein großes Thema. Und willst du was wissen? Na? Ich habe Marielle in dem Pitch erzählt, wir werden es in die Horizont schaffen. Ja. Und weißt du was? Sie hat zu mir gesagt,
nee, das glaube ich nicht. Und ich so, schau zu, hier sind wir. Marielle, das für dich. In diesem Sinne, Mic Drop. Make 100 bands when I write a lyric. Love to all my fans, shout out to my